So, hallo. Au. Oh Gott, das wird ein Kampf. Handor ist leider schon so gut wie tot. Holy Jesus, Handor. Nein, ich wollte den Last Hit machen. Oh, du Sack. Das war es. Ich denke, hier werden sich in nächster Zeit keine Banditen mehr niederlassen. Wir haben ihnen eine ordentliche Lektion erteilt. Aber was für eine Schweinerei. Ich wette, Theophil und seine Mannen haben von Anfang an zu den Banditen gehört und haben sich eingeschleust, um unseren Plan zunichte zu machen. Und ich habe euch auch noch in seine Gruppe gesteckt. Tut mir leid, aber das konnte ich ja nicht wissen. Nun sollten wir uns aber unsere Belohnung bei der Madame abholen. Meint ihr nicht auch? Ja, das sollten wir. Vielleicht wird dann die Belohnung durch weniger Leute geteilt und haben wir mehr davon. Sieht aus wie eine Ork-Rüstung rein äußerlich, ist aber nur Eisenrüstung. Feinstahl, Zweihänder, 160 Münzen, nice. Aber mal wieder ein Schwert. Spiel, du enttäuschst mich immer wieder aufs Neue. So, was haben wir hier für Sachen? Wir haben Eisenbeinschienen. Die können weg. Wie viel? Wir brauchen 30 Würfelplatz. Ja, ab heute nenne ich die Einheit jetzt einfach mal Würfel. Weil wir sonst nie zu einem Ergebnis kommen. Runenverzierte Eisenstiefel ist auch nicht so super vom Verhältnis her. Die Fellsachen sind allgemein sehr gut. Die Stiefel sind auch nicht so gut. So, jetzt sollte das reichen. Und von dir hätte ich gerne den Zweihänder. Oh yes! 160 Münzen, sehr, sehr geil. Kein Wunder, dass er so viel Schaden gemacht hat. Habt ihr das gesehen? Ich bin ja die ganze Zeit von ihm weggerannt und immer wieder rückwärts nach hinten hinausgewichen, um nicht von ihm getroffen zu werden, und hat mich nur ein paar Mal gekitzelt mit dem Ding, und der hat ordentlich gekitzelt. Das war abnormal. Und Handor hat auch massiven Schaden gemacht. Ich meine, der hatte auch eine Silber-Zweihand-Axt, aber ich weiß nicht, wie ich das anders hätte lösen können. Diesen Kampf. Alleine hätte ich das wahrscheinlich vergessen können. Dieser Wald ist ja hier eigentlich, wird ja hier auch gesagt, Stufe 14 bis 24. Und ich glaube, dieser Typ war auch mindestens Stufe 14. Und wir mit unserer ärmlichen Stufe 9 können hier gar nichts machen. Aber gut. Oh, warum zeigt mir das Questlog noch hier hin? Ach, das ist noch Wurzelsuche. Ledur, das gute alte Dorf Ledur ist hier gleich in der Nähe. Wow, okay. Ein Stückchen nach Norden und dann haben wir schon das Dörfchen. Eine kleine andere Sache, der Kopfgeldauftrag. Oh, den haben wir auch gleich in der Nähe. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal nach Norden zu Ledur, um unsere Hauptstory weiter herauszufinden. Und danach biegen wir nach rechts einmal ab, um den Kopfgeldauftrag zu machen, in der Hoffnung, dass er nicht wirklich Stufe 17 ist. Und spätestens dann sollten wir auf jeden Fall wieder zurückkehren. Verdammt, wo ist das Questlog? Spätestens dann sollten wir wieder zurückkehren, um... um die ganzen Sachen zu verkaufen. Genau, ich hatte da jetzt gerade eben einen Hänger. Ich bin nicht zum Teufel nicht drauf gekommen, was ich sagen wollte. Bevor wir aber weiter marschieren, warten wir mal bis zum nächsten Morgen, damit ihr wieder schön viele erkennen könnt. Für alle Zuschauer, die über ihr Smartphone zuschauen oder keinen Full-HD-Monitor haben und sonstiges, keinen schönen kontrastreichen Monitor. Für euch lasse ich es Tag werden und spiele etwas Gott. Oh, Ledur sieht nicht so gesund aus. Ich befürchte schon fast, dass wir schnell speichern, richtig speichern müssen. Nein, das wollte ich aber nicht sagen. Ich befürchte schon fast, dass wir hier vielleicht keinen Hinweis finden werden können. Auf unsere Kindheit. Hier sind aber Leute, sind das... sind die böse? Hallo? Ihr rennt so hektisch hin und her, was ist denn los? Habt ihr irgendwelche Magier wieder gewittert oder warum rennt ihr hier so rum?
Sieht fast ganz danach aus. Hallo. Ich habe mehrere Leute sagen. Ja, ja. Oh, ein Esel. Haltet ein! Ihr habt euch eines Verbrechens schuldig gemacht. Entweder zahlt ihr das Kopfgeld... What? What? No, no, no! Kopfgeld 40? What? What? No, 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 no. Nein, nein. Abschaum! Nein, 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 nein. Okay, Leute, ich sage mal, zugunsten des Spielflusses machen wir hier nochmal weiter, ohne mit einer Wache zu reden. Und jetzt wissen wir Bescheid. Jetzt haben wir es gerade eben eindeutig aus erster Hand erfahren. Ja, wenn man in rote Türen eindringt in der Stadt, während andere Wachen zuschauen, dann macht man sich eines Verbrechens schuldig. Jetzt wissen wir Bescheid, jetzt sollten wir das nicht mehr machen. Ich hoffe, eure Neugierde ist damit gestillt. Schwein. Boah, du Schwein! Du hast mir gerade eben Lags verschafft. Das kann ich nicht dulden. Aber wehe, ich hole mir hier noch irgendwie noch weiteres Kopfgeld, wenn ich irgendein Schwein abschlachte. Der stand unter Artenschutzstone. Das kannst du nicht machen. Das hat mindestens 3000 Münzen Kopfgeld gebracht. Oh, liebe Jesus. Ich bin an den ausgebrannten Ruinen von Ledur angekommen und so schwer es mir fällt, dies zu glauben, tatsächlich kann ich mich an diese Häuser erinnern. Dieser Ort muss sich vor langer Zeit in mein Gedächtnis eingebrannt haben, noch bevor mir bewusst war, was der Kanzler und wer das Nordreich waren und warum sie Krieg gegeneinander führten. Bilder erscheinen vor meinen Augen, ein Dorf in Flammen, ich renne aus dem Haus, wo sind meine Eltern, was ist draußen los? Oh, dürfen wir jetzt wirklich tatsächlich unsere Vergangenheit spielen? Als wir noch ein kleines Kind waren? Oh, wie geil! Was ist geschehen? Oh, ein Einhorn. Okay, wir wollen hier nicht zu viel Zeit verschwenden. Oh, ein Bär. Nein, okay, weiter, weiter. Oh, was ist hier los? Was ist in dem Dorf geschehen? Diese vermummten Gestalten sehen nicht aus, als wären sie in Panik über den Angriff. Etwas stimmt nicht mit ihnen. Besser, ich folge ihnen. Vermummte Gestalten. Hier, wer ist das? Die sehen aus wie Mama? Nein, Besucher. Besucher? Warum heißen die Besucher? Die sehen nicht aus wie Mitglieder aus den Orden... aus dem Orden des Sanktums. Was wurde erlernt? Irgendein Zauber. Egal. Wir müssen weiter, weiter. Wer sind diese Gestalten? Vermummte Gestalt. Macht ihr noch was, oder? Hallo? Okay. Ich glaube, die hätten verschwinden sollen. Hat nicht ganz funktioniert. Aber wer sind die? Die sehen so ein bisschen aus, glaube ich, wie die abtrünnigen Magier. Hier endet meine Erinnerung. Das Ledur, das ich kannte, ist größtenteils Geschichte. Aber die Luke, in welche die ominösen Vermummten verschwanden, könnte noch zugänglich sein. Was verbirgt sich darunter? Oh, ich bin so aufgeregt, dass sogar gerade eben meine Stimme gestorben ist. Das hier oben war bestimmt mal mein Kinderzimmer. Was jetzt nicht mehr existiert. Mami und Daddy sind gestorben während dem Feuer, wie es aussieht. Mann. Aber sie waren nicht im Haus. Vor dem Haus waren Leichen, aber im Haus waren sie nicht. Sag mir nicht, dass zu den vermummten Gestalten Mami und Daddy gehört haben. Wo zur Hölle renne ich hier eigentlich gerade lang? Ich wollte zur Luke. Das ist hier aber alles so derbe eingestürzt, dass ich gerade wirklich nicht mehr das Design des Dorfes wiedererkenne. Hier sollte die Luke sein, oder? Nein, Stone, das ist nur ein Kamin. Verdammt. Aber, ah, da. Komm schon. Ah, unsichtbare Mauer. Können wir vielleicht von der anderen Seite irgendwie dahin gelangen? Da ist die Luke. Brüchige Mauer. Die Mauer sieht brüchig aus. Mit einer Hacke kann ich sie gewiss niederreißen. Eine Hacke haben wir. Oh! Oh. Geheimes Gewölbe. Jetzt werden wir gleich Näheres vielleicht wissen, wer das Dorf zum Verbrennen gebracht hat. Meine Stimme stirbt schon wieder. Was ist da los? Oh. Gleich mal die Fackel zücken.
Wurzel, Wurzel, Wurzel! Wurzel, Wurzel, Wurzel! Okay, das musste sein. Jetzt, da wir wissen, was es mit den Wurzeln auf sich hat, ernten wir ein paar Stinkmorcheln. Oh, ein finsterer Ort. Nur beleuchtet von Stinkmorcheln. Was ist die Vergangenheit dieses Ortes? Ich habe das Gefühl, sie wollen mir mitteilen, dass ich Fernkampfwaffen benutzen soll. Oder wieso platzieren sie mir hier Pfeil und Bogen? Genesungstrank? Ganz nebenbei frage ich mich auch, wie man den einen Banditen hätte besiegen sollen. Den Anführer. Der macht so viel Schaden und davor hat man für die Quest ranzige Heiltränke bekommen. Wie soll man gegenheilen mit ranzigen Heiltränken? Habt ihr auch das gerade eben gehört? Hat sich angehört wie ein Schrei. Lassen wir mal die Stinkmorchen ein bisschen beiseite. Oh, was ist das? Wo bin ich hier? Wow. Okay. Kann ich irgendwie ein Kristall unreiner Diamant? Das sind doch niemals im Leben Diamanten. Sehen eher aus nach Amethysten. Oder irgendwelchen anderen Kristallen. Warum hat die Musik aufgehört? Sag mir nicht, dass ich zu langsam durchgehe. Ich dachte gerade eben, der Kampf hätte irgendwo angefangen. Oh, was ist das für ein Ort? Geisterhaft nebulös. Ich lasse euch mal ein bisschen hier die Atmosphäre genießen. Haben wir hier ein Gewölbe? Oh, da hinten flattert irgendwas. Sieht aus wie eine Fledermaus. Was wurde hier damals gemacht? Hier ragt noch ein Baum unten rein, auf dem schon Pilze wachsen. Auf jeden Fall wurde dieser Ort schon lange nicht mehr besucht. Versuchen wir mal aus den Schatten vielleicht noch einen Critical zu machen. Mit unserem Silberbogen. In der Hoffnung, dass ich treffe. Nein, aber ich habe es verpuffen sehen direkt hinter diesem Vieh. Ah, oh, das hat ordentlich Schaden gemacht. Ich weiß nicht, was es war. Aber es hat nur 10 Erfahrungspunkte gegeben, also war es wohl nichts Gefährliches. Ich will aber auf jeden Fall keine Risiken eingehen. Solange ich in einem... Oh, das wollte ich nicht. Solange ich in einem Gebiet bin, was mir vollständig unbekannt ist und ich keine Orientierung habe, was mich erwarten könnte. Oh, diese dreckigen Wurzeln sind wieder im Weg. Schien wirklich nur eine normale Fledermaus gewesen zu sein. Und ich muss sagen, obwohl wir nur Eterner sind, Halb-Eterner, haben wir ordentlichen Zug drauf. Wir schießen sogar die Dinger so fest ab, dass sie im Felsen stecken bleiben. Respekt! Oh, gerade eben hat mich etwas gesehen. Eine weitere Fledermaus. Hört ihr das? Das hört sich an wie ein ganzer Schwarm von Fledermäusen. Oh je. Ich hasse Fledermäuse. Oh, es wird immer lauter. I don't like this.
Ich weiß nicht mal, ob die Fledermäuse auf irgendeine Art und Weise feindlich sind. Waldlichtstängelchen. Huch! Ich sag's euch, meine lieben Leute, ich habe letztens Singularity 3 Stunden lang aufgenommen. Diese Fallen wurden schon mal aktiviert, nehme ich an. Und ich bin's noch so sehr gewohnt, mich mit C zu ducken und nicht mit Steuerung. Hier ist nichts. Okay, aber zurück ins Ambiente. Schleichen verbessern, warum nicht? Das bringt mir als Krieger in schwerer Rüstung und fetten Stiefeln zwar nicht so viel, aber... Oh, ist das dunkel. In diesem Höhlenbereich scheint nichts mehr zu sein. Ich gucke mal zur Sicherheit auf meine Karte. Nein, hier ist es relativ erkundet. Oh. Fledermäuse. Oh. Wo bist du hin? Ich weiß immer noch nicht, ob sie feindlich sind, aber sie sind mir einfach so unsympathisch. Bäh. Ich hasse Fledermäuse. Huch. Ich hab's aber jedes Mal, wenn ich bisher eins angeschossen habe, hat es mich nicht angegriffen. Also, ich bin mir nicht sicher, ob es daran lag, weil ich im Schleichmodus war. Oh, Spitzhacken. Sag mir jetzt aber nicht, dass ich irgendwo ein Erzvorkommen übersehen habe. Ich glaube nicht. Okay. Boah, ich habe so ein ganz mulmiges Gefühl, was diese Höhle angeht. Was wird uns hier erwarten? Noch mehr Fledermäuse? Ich denke nicht, dass wir den vermummten Gestalten hier begegnen werden. Die sind mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr als irgendwelche Skelette. Oh nein, Skelette. Oh, sag mir bloß nicht, dass ich damit richtig gelegen habe. Oh no. No, no, no. No, no, no. No, no. Was zur Hölle? Ach, das ist eine Fahne, okay. Ein Banner, um genau zu sein. Oh Gott. What, what? Hau ab! Oh. Das Banner blockiert mich! Wie mir scheint... Yes, gelähmt! Huch! Komm schon! Oh, nicht genug Mana! Komm schon, regeneriere dich! So. Huh! Oh, die Dinger waren ja so verdammt schwer. Ich kann aber leider nicht mehr sehr viel tragen. Ich frage mich auch, ob es auch irgendeinen Händler gibt, wo man Reagenzien verkaufen kann, wie eben genau diese Sachen. So, Spinne, halte meinen Bogen und meine Pfeile. Die einzigen Sachen, die ich jetzt noch nicht gemacht habe, die ich mir aber vorgenommen habe zu machen, mit dieser Aufnahme eigentlich, war das Kaufen des Zaubers Frostnova im Sanktum und des Feuerzaubers. Ich habe nämlich mittlerweile erfahren, dass wir erst wieder ab Stufe 14, also das heißt, wenn wir Magierrang 3 haben werden, dass wir dann die nächste Zauberstufe lernen können und bis dahin dauert es noch ein bisschen. Das war, glaube ich, das Hetzschreiben gegen Baratheon, oder? Genau. Der Aufruf an das Volk, sich gegen Baratheon aufzulehnen, den unterdrückenden Kaiser. War das hier im Untergrund? Vielleicht waren die Leute mit den Roben gar keine Bösen, sondern haben sich hier versucht, nur ein Versteck zusammenzubauen, weil vielleicht hat Baratheon das Dorf niedergebrannt. Weil Magie darin praktiziert wurde. Wow. Unterstützt die Revolution. Unterstützt Haranor. Da haben wir schon wieder dieses Wort Haranor. In einem der Dialoge dieser Aufnahme habe ich, glaube ich, gehört, dass Haranor der Herrscher vom Nordreich ist. Kann das sein?
Oder verwechsel ich das gerade wieder? An alle Widerstandskämpfer. Seit den Generationen unserer Urgroßväter und deren Väter ist dies unser Land, unsere Heimat. Darum müssen wir jetzt kämpfen. Baratheons Soldaten rauben, was uns gehört. Sie dringen in unsere Ländereien ein, rauben und brandschatzen. Sie nehmen unsere kleinen Söhne und machen sie zu Kanzlers Soldaten. Daher kämpfen wir, um das zu bewahren, was uns gehört. Es kann keinen Frieden geben, nicht mit Baratheon, einem Mann aus Magie, Stahl und Lügen. Ganz recht. Schwarzes Visier. Was ist das denn? Wo haben wir das hier? Leichte Rüstung. Ach so. Okay. Nordreich, Mittelreich. Mittelreich war das von Baratheon. Nordreich ist das andere. Runenverziertes Eisenlangschwert. Ich habe noch nie so eins getragen, deswegen sieht es für mich gerade so neu aus. Aber wir haben das schon oft gesehen. Sieht aus wie der Dolch, den man am Anfang gefunden hat, also vom gleichen Design her. Ein Greifzirkel. Stahlstreitaxt, haben wir bereits eine? Anweisungen des Banditenfürsten. Okay, wie es aussieht, waren die Banditen aus der Burg nahe des Dorfes an den Kämpfen in und um Ledur nicht ganz unschuldig. Sie haben beide Seiten des Mittel- und Nordreiches künstlich provoziert, um hier weiter ungestört ihre Geschäfte tätigen zu können. Dabei wurden die Stadt zerstört, unser Haus niedergebrannt und meine Eltern ermordet. Wer die Söldner waren, die mich in Sicherheit brachten, weiß ich nicht. Viel mehr werde ich hier über meine Vergangenheit wohl nicht erfahren können. Söldner brachten mich in Sicherheit. Das waren also die vermummten Gestalten, denen wir als kleines Kind hinterhergerannt sind. Die haben uns hier in Sicherheit gebracht. Wollen wir uns nochmal das hier richtig durchlesen, also storymäßig? Seit sich Taranor vom Kanzler Baratheon losgesagt hat, entbrennen überall im Land Gefechte. Wäre uns ja eigentlich egal. Dummerweise stehen aber beide Seiten nun genau vor unseren Toren und warten nur darauf, sich gegenseitig zu zerfleischen. Sie machen nichts, sie bleiben in ihren Lagern und warten. Dieses Gewarte schadet dem Geschäft. Solange die da draußen zelten, können unsere Räuber nicht die Burg verlassen und den Handelskonvois keine ihrer Waren abnehmen. Es sind einfach zu viele Augen da draußen. Wir müssen etwas machen. Ich möchte, dass die Stimmung unter den beiden Lagern angeheizt wird. Streut Propaganda, verkleidet euch und tötet dann welche von denen, wenn es nötig ist. Ihr könnt über den geheimen Tunnel von der Burg aus bis nach Ledur. Dort beginnt ihr eure Arbeit. Banditenfürst von Ledur. Puh, okay. Ich habe jetzt leider nicht so ganz... Oh, eine Farbpalette. Nicht so ganz begriffen, wie das genau funktioniert hat. Vielleicht wird es mir beim Editing nochmal näher bewusst. Also irgendwie, hier sind die Kleidungen, weil sich ja die Banditen damit verkleidet haben, um gegenseitig die Dörfer anzustacheln. Aber... Ich war doch Mitglied dieses Dorfes. War dann der Banditenfürst irgendwie das Oberhaupt des Dorfes? Ah, ich habe das jetzt nicht so ganz begriffen. Ich werde mir das nochmal näher angucken müssen. Eigentlich habe ich gedacht, das wäre hier eine Zuflucht gewesen, nicht Zukluft, was zur Hölle rede ich da? Nein, eine Zuflucht, wo mich die vermummten Gestalten in Sicherheit gebracht haben. Aber jetzt schreiben die da, dass sie sich verkleidet hätten, um die Dörfer anzustacheln, und hier ist die Kleidung, mit der sie sich verkleidet haben. Also ist es doch das Lager der Banditen, oder nicht? Oder doch? Ah, ich bin verwirrt. Vielleicht werde ich eines Tages schlauer, wir werden sehen. Jetzt können wir hier raus? Nein, wir benötigen einen Schlüssel. Vielleicht finden wir den hier noch irgendwo. Die Tür führt nach Nerim, also da haben wir keine besondere Angabe. In der Kiste waren nur Fackeln. Hier haben wir einen Pinsel. Ich liebe Pinsel. Boah, er kann ihn nicht hochheben. Das kann nicht wahr sein. Der Pinsel ist ein paar Kilo schwer. Ein paar Würfel, Entschuldigung, ich habe wieder eine falsche Bezeichnung verwendet. Hier haben wir noch ein Eisenlangschwert, einen alten Nordbrustharnisch, ein mittelreicher Brustharnisch,
Die Zettelchen kann ich hier auch nicht wegbewegen. Und bei bestem Willen sehe ich hier keinen Schlüssel. Vielleicht werde ich jetzt auch gerade wieder ein bisschen skippen und zur Stelle springen, wo der Schlüssel ist, falls ich ihn hier finde. Ansonsten werde ich den ganzen Weg rauslaufen müssen, was schade ist. Wir sind so lange durch die Höhle hier gehetzt. Wie mir scheint, kommen wir hier aber wirklich nicht raus, also... Wir müssen... Oder? Moment. Sobald ein Gebietswechsel ansteht, wird das mit einer Tür gekennzeichnet. Hier aber, wo wir reingekommen sind, kann ich weit und breit keine Tür erkennen. Kein so ein Quadrat. Heißt das etwa, dass wir keinen Rückweg mehr finden können? Dass es keinen Ausweg mehr gibt, außer hier? Oh Mann, ich glaube, wir müssen den Schlüssel finden. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Ich hatte mir eigentlich jetzt vorbehalten, zugunsten des Let's Plays zurückzulaufen und dann einfach einen kurzen Schnitt an dieser Stelle anzusetzen. Vor allem, weil ich eigentlich nur noch 10 Minuten aufnehmen kann. Das ist jetzt gerade nicht so praktisch. Ich würde nämlich nicht gerne mit einem Screen aus dieser Höhle euch verlassen. Komm her, Axt, ich bin sauer. So. Becher, ich hasse Steinbecher. Auch wenn es Steinbecher sind. Ja, du, Zirkel. Huch. Ein Lag. Zirkel, komm mit. Ja, reicht's jetzt hier. Ich habe keine Lust zu rätseln und stundenlang welche Schlüssel zu suchen. Da, das ist er. Da kommt schon. Da. Ich glaube, es hat noch nie irgendjemand probiert, mit einem Greifzirkel, eine Tür zu knacken, aber keine andere Wahl. Mit der Gabel hier, die ist feiner, vielleicht geht das besser. Gut, ich stehe jetzt vor einem großen Rätsel. Wo zur Hölle ist der Schlüssel? Ich würde eigentlich erwarten, dass so Dinge wie ein Schlüssel beispielsweise sich in einer Truhe befinden. Oder wenn man rollenspielmäßig jetzt ein bisschen nachdenkt, dass man den Schlüssel eventuell hier irgendwo im Krug oder in den Bechern oder auf dem Tisch findet. Gut, im Krug in den Bechern macht auch wenig Sinn, aber zumindest auf einem Hocker oder einem Tisch, dort wo ein Schlüssel logischerweise normalerweise von gesund denkenden Menschen abgelegt wird oder auch in der Tasche von ihnen. Aber ich bin gerade echt ratlos. Ich habe eigentlich jeden Stuhl hier untersucht, jeden Tisch genauer unter die Lupe genommen, extra die Sachen darauf noch verschoben, um eventuelle Schlüssel, die unten drunter liegen, freizulegen, aber keine Chance. Ich habe echt den Schlüssel nicht gesehen. Gut möglich, dass ihr den schon gefunden habt, weil ich irgendwie 20 Mal an irgendeinem kleinen Tischlein oder Höckerchen vorbeigelaufen bin, ohne ihn zu... Oh, Jesus! Ohne ihn zu erkennen. Gott. Ach ja, Stone und die Fackeln. Na, wo sind meine Fackeln? Hier. Zum Glück habe ich noch... Moment kurz. Ach, jetzt habe ich das wieder auf der 2 gehabt. Okay, komisch. Na gut, dann wollen wir mal das Gebiet hier wieder verlassen. Und wir hoffen einfach mal eiskalt, dass wir, wenn wir den gesamten Weg hier zurücklaufen, am anderen Ende, am Anfang, wir irgendwie durch die Luke wieder rausklettern können. Damit wären wir wieder hier im Anfangsgebiet. Ich hatte gehofft, dass irgendwo auf dem Tisch vielleicht hier wir den Schlüssel übersehen haben oder in der Kiste, aber nein. Nichts da. Vielleicht können wir trotzdem hier das Gebiet verlassen? Jawohl. Okay, gut. Dann kann man sich auf die Anzeige auf der Karte, auf den Karten in Nerim nicht wirklich verlassen, weil trotzdem Aus- und Eingänge noch sein könnten, dort wo selbst keine markiert sind auf der Karte. Na gut, aber wie es aussieht, ich würde gerne wissen, wo der Tunnel endet, weil ich habe irgendwie das Gefühl,
Wenn wir einen Schlüssel gefunden hätten, und falls ihr wisst, wo der Schlüssel ist, dann bitte ich euch darum, mir das zu sagen, vorausgesetzt der Schlüssel war in der Höhle oder hier in Ledur. Wenn der Schlüssel nicht in der Höhle oder in Ledur ist, dann bitte nicht sagen. Außer natürlich, es wird Ewigkeiten dauern, bis ich etwas finde. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte. Hier, Moment, Genau. Wie kann ich jetzt meine Quest fortsetzen? Ich hoffe wirklich innigst, dass ich irgendwann mehr erfahren werde zu meiner Vergangenheit. Oh, Wurzelsuche, okay, ich habe eigentlich jetzt gedacht, dass es mir unter laufende Missionen ja noch eingegliedert wird, aber nope. Wurzelsuche gilt jetzt als abgeschlossen. Okay. Also, dann wollen wir das gleich mal recappen, mal wieder. Nochmal kurz zusammenfassen. Also, wir haben hier eine Quest. Wir haben hier eine Quest. Und das Räubernest war wo nochmal? Genau. Die Quest haben wir gerade eben gemacht. Das war der Überfall mit den Räubern. Vanmiria vorbeischauen, Mondschafe, Amanda, auch Sanctum, Sanctum, beides Sanctum. Akorias. Die Lilililith. In Sildren vorbeilaufen, das müssen wir auch noch machen. Bücher der Beschwörung läuft die ganze Zeit nebenbei. Das ist hier nur die Lehrersammlung. Die Stahltrossmine, was war das hier nochmal für eine Quest? Einfach mal aus Neugierde kurz lesen. Die Stahltrossmine nordöstlich von Gilead und südöstlich von Furtsanden wurde von der Sildonar-Bruderschaft überfallen. Vielleicht sollte ich mich dort mal umsehen. Der ehemalige Schichtführer warnt vor dem Betreten der Mine mit Warnhinweisen. Es scheint dort gefährlich zu sein. Ihr solltet diese Aufgabe erst wahrnehmen, wenn ihr Stufe 10 erreicht habt. Okay, wir sind derzeit Stufe 9, das heißt, es ist nicht mehr so weit hin. Das ist hier auch nur, sobald ihr mindestens 100 Bücher gelesen habt, bla bla bla. Gut. Das heißt, das ist hier die einzige Quest, die wir noch von damals irgendwo drin haben. Dann gehen wir da auch wirklich erst mit Stufe 10 hin. Und als nächstes kümmern wir uns hier um Gesucht. Gehen hier rüber, nach hinten. Erledigen diese Quest, machen die Kopfgeldquest. Und direkt nach der Kopfgeldquest gehen wir alles verkaufen, gehen wir alle Quests abgeben. Und dann haben wir wieder ordentlich was geschafft. Zuerst aber kümmern wir uns hier um die Axt. Und ich finde es übrigens auch nicht sonderlich hübsch, wenn ich die Pfeile ausgerüstet habe, also weg damit. Gut, dann wollen wir nochmal kurz die Quest zusammenfassen. Wurzelsuche, was wir bisher hier gemacht haben. Und zwar haben wir den Dolch gefunden, der zerbrochen war und nicht mehr brauchbar. Haben bei Schmied Maltin herausgefunden, dass es ein fürstlicher Dolch war, den wir als Kind, wie es aussieht, gestohlen haben. Und wir sind mit dem Dolch hier hingerannt, also nach Ledur. Sind wir mit dem Dolch gemeinsam geflüchtet? Mit ein paar anderen Flüchtlingssoldaten oder sowas war das, ich weiß nicht mehr genau. Sind zurückgekommen, dann wurden wir überfallen, meine Eltern wurden leider ermordet. Und komische, vermummte Gestalten haben uns gerettet, indem sie uns in dieses Untergrundlager geführt haben. Und mehr wissen wir jetzt leider auch nicht. Ein eigenes Weizenfeld hatten die hier sogar auch. Oh, geil! Oh, wie schön! Kann ich hier vielleicht auf den Felsen springen? Hoppa! Moment kurz! Ich will euch eine wundervolle Aussicht bieten, solange wir... Hoppala. Hoppa. Yes. Sauber. Sehr gut gemacht, Stone. Hier, schaut euch das an. Wir können hier ganz tief ins Tal blicken. Da hinten ist noch ein See oder so etwas. Mit dieser wunderschönen Aussicht, schön passend, möchte ich mich von euch verabschieden. Vielen Dank, dass ihr auch diese Aufnahme wieder dabei wart. Die letzte Aufnahme, bevor ich wieder arbeiten gehe. Wir hoffen und beten alle gemeinsam, dass ich Zeit finden werde, mehr aufzunehmen. Vielleicht werde ich auch die Folgen auf 15 Minuten kürzen, also wundert euch bitte nicht, falls sie kürzer werden. Das war es aber auf jeden Fall zu dieser Aufnahme. Freut mich mal wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich hoffe, ihr habt es genossen. Und wir sehen uns demnächst hoffentlich sehr bald wieder mit Nerim, dem zauberhaften Rollenspiel.